Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Sonntag. Gestern war mal ein komplett freier Vlogging-Tag. Den haben wir ganz entspannt nicht nur zu Hause verbracht, überhaupt das Wochenende haben wir jetzt sehr entspannt für uns auf jeden Fall genutzt. Ich muss mal kurz überlegen. Gestern Morgen habe ich uns Blaubeer-Pancakes gemacht. Wir haben gestern ganz viel im Haushalt gemacht, haben auch nochmal aussortiert, sind bei den Starbucks-Bechern mal so ein bisschen durch und haben 4 auf eBay gesetzt, von denen wir uns jetzt eventuell trennen würden, mal gucken. Und sind dann noch später einkaufen gewesen, waren noch bei Pflanzenkölle und haben für unsere Strelitze, die hat nämlich diese Milben, heißen die Milben, die haben so diese weißen kleinen Tierchen auf den Blättern. Deshalb haben wir die kleine Pflanze jetzt auch schon mal separiert, damit die große Pflanze nicht befallen wird. Und haben da so ein Zeug zum Einsprühen geholt. Das haben wir jetzt schon gemacht und ganz viel schon vernichtet, damit die Pflanze da jetzt nicht drunter leidet. Und dann haben wir gestern Nachmittag einen Film geguckt. Ghost in the House oder so hieß der. Und ja, irgendwie so ganz entspannt. Und heute Morgen noch aufgestanden, haben gefrühstückt, haben uns nochmal hingepackt. Ich habe die ganze Zeit meinen Hörspiel gehört und es war einfach ganz, ganz herrlich. Und jetzt sind wir immer noch bei uns zu Hause, werden allerdings gleich mit Mama essen gehen fahren. Die hat mir nämlich gestern zu uns für heute eingeladen. Er hat heute Morgen noch meinen Bruder nach Hause gebracht, der war nämlich von gestern auf heute bei ihr. Und dann haben wir gesagt, er kommt noch danach zu uns vorbei. Ja, und jetzt haben wir gerade noch so ein bisschen was besprochen und jetzt gehen wir richtig schön essen, da freue ich mich schon sehr. Und das Wetter ist einfach mega herrlich und wir wollen dann mit ihr noch eine Runde spazieren gehen. Das versuchen wir momentan immer hinzukriegen. Einerseits sie zu motivieren, dass sie selber mit Freundin spazieren geht oder ihre Nachbarin und andererseits halt auch, wenn wir uns sehen, dass wir sie so ein bisschen mitnehmen, weil sie ja unbedingt jetzt diese Bewegung braucht. Ja, Schatz, gibst du ihr eins? Wir haben nämlich gerade die Handtücher in der Waschmaschine, deshalb hängt da gerade kein Handtuch an. Anscheinend hat Kevin kein neues hingehängt. Typisch Mann. Ja, auf jeden Fall auch ganz herrlich entspannt, freue ich mich mega drauf, weil ich bin nächstes Wochenende komplett unterwegs, das ganze Wochenende in Berlin. Und ja, deshalb freue ich mich, dass wir dieses Wochenende so ganz entspannt einfach nur so für uns genutzt haben und so ein bisschen geplant haben, hier aufgeräumt haben, aussortiert haben. Das war so ein richtiges Wohlfühlwochenende. Und ich bin so viel momentan in Online-Shops irgendwie am Stöbern. Also ich habe auch ein, zwei Stücke gekauft, aber ich könnte momentan noch so viel mehr kaufen, wenn das Geld da wäre. Ich bin irgendwie so voll im Frühlingsmodus und meine weißen Sneaker sind mittlerweile einfach völlig hinüber. Also meine Adidas, nicht die neuen von Wehr, sondern ja, die ich jetzt schon seit, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren irgendwie trage. Und das Leder ist unten auch schon aufgerissen. Die müssen eigentlich echt weg. Solange ich keine neuen habe, kann ich die auch noch nicht weggeben. Also ich muss sie dann wegschmeißen, sie sind kaputt, also kann man nicht schön reden. Ich weiß auch schon, welche ich da haben will, aber ja, irgendwie standen jetzt erstmal andere Käufe im Fokus. Wie das dann immer so ist, ne? Ja, das wollte ich euch einfach nochmal mitteilen, dann seid ihr wieder up to date und dann sehen wir uns bestimmt später oder sonst nächste Woche. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es ist hier nicht zu laut. Elisabeth ist fleißig am Arbeiten, wir machen eine Erbsensuppe und die kocht jetzt eine Stunde. Und parallel dazu habe ich eine Quichuarelle gemacht und habe das auch die ganze Zeit mitgefilmt. Und ich hoffe, ich kriege es kurz genug zusammengeschnitten, um das als YouTube-Shorts reinzuschneiden. Die ist mega lecker und vielleicht eine Idee für euren Osterbrunch, falls ihr mit der Familie irgendwie zusammenkommt oder auch natürlich einfach so im Alltag. Ich verlinke euch das unten auf jeden Fall, denn wenn es geklappt hat, dann sollte das jetzt auf jeden Fall online sein. Die sieht einfach so gut aus.
Das ist wie eine klassische Quiche Lorraine, kann man sagen. Aber zwischen Boden und der klassischen Schicht aus Creme Fraiche, Ei und so weiter, ist dazwischen noch eine dicke Schicht, so 1 Zentimeter Möhren. Und dadurch sind halt auch schöne Vitamine drin. Möhren passt zu Ostern, ne? Der Osterhase isst auch gerne Möhren. Und wenn die noch so hell ist wie jetzt, dann lasse ich sie ganz gerne halt auch einfach nur im Ofen stehen und da über Nacht dann auskühlen, damit sie so, räumt sie noch so leicht nach. Die Küche sah eben auch aus, sage ich euch, also das ganze Gemüse schneiden, furchtbar. Will ich stimmen? Auf jeden Fall war das Essen gehen mit Mama total schön, es war sehr, sehr lecker. Wir hatten viel Spaß, sind mittlerweile auch wieder gut zu Hause angekommen. Hatte sich bei uns dann nochmal hingelegt. Wir waren noch eine kleine Runde spazieren gegangen. Und jetzt lassen wir gemütlich den Abend ausklingen. Und ich habe jetzt die letzten 2 Stunden ordentlich geschnibbelt und gekocht. Schön parallel mein Hörspiel reingemacht und zugehört. Bin jetzt deshalb schon beim 6. Band von Simon Beckett. Ich weiß gar nicht, ich verliere den Überblick, wie die Bände heißen. Auf jeden Fall sehr cool. Und wenn ich möchte, dass Kevin auch noch was von den Himbeeren abgriff, bring ihm mal lieber welche. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Bin etwas fassungslos, weil gestern war so ein schönes Wetter und es war auch relativ warm. Und jetzt schneit es. Ich dachte, wir haben heute auch so 12 Grad. Ich meine, mir ist irgendwie schon den ganzen Morgen so ein bisschen kühl. Deshalb habe ich mir jetzt auch extra nochmal einen dicken Pulli angezogen und eine Jeans. Aber wo kommt denn jetzt der Schnee wieder her? Ich dachte, den haben wir hinter uns gelassen. Und vor allem habe ich irgendwie anscheinend nicht aufs Thermometer geguckt. Also ich ging irgendwie von anderen Temperaturen heute aus. Ach, ja, da koche ich mir doch gleich nochmal ein Teechen, ne? Ja. Hast du noch was gegessen? Da waren noch so ein paar Pringles Reste, die habe ich mal aufgegessen, damit die nicht schlecht werden. Ach so. Aha. War das okay? Was? War das okay? Ja. Okay. Ich bin so lustig, dass du dazu nichts sagst. Wann sollte ich denn dazu was sagen? Wo du gesagt hast, ja, ich habe auch Kiefer gegessen. Hast du ja auch gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, als ich Erbsensuppe gegessen habe und die Pringles, habe ich erst mit der Erbsensuppe später gegessen. Mit der Erbsensuppe? Ja, also als Nachtisch. Achso. Oh, hello. Wir wollen jetzt essen. Kevin ist gerade nach Hause gekommen und ich habe ja vorhin einen One-Pot-Reis mit Italian Chicken gemacht. Und jetzt werde ich mal gucken. Vielleicht wärme ich das noch mal kurz auf. Und was machen wir noch? Wir spielen Harry Potter weiter. Gestern haben wir das schon ordentlich gemacht und heute wollen wir das auch machen. Ich will das parallel nachher noch vom Stepper aus auch machen. Und bin ganz stolz, heute Morgen habe ich endlich wieder Power Pilates gemacht. Gestern habe ich davon nichts gemacht und das geht nicht. Ich möchte jeden Tag etwas machen. So, welche Schälchen nehmen wir denn? Die wir nachher auch wieder gut in den Geschirrspüler wieder kriegen. Der ist nämlich schon so voll. Okay, ich glaube, das ist eigentlich relativ egal. Möchtest du einen tiefen oder einen flachen Teller für das Reis-Chicken? Tief. Tief. Okay, machen wir tief. Und hast du großen Hunger? Ja. Okay. Wollen wir den Bauchteil hier geben? Ja. Das schmeckt aber gut. Da ist auch schon die nächste, ich weiß nicht, bist du schon drin, die nächste Quest ist, habe ich schon aktiviert. Oh, wollen wir die gleich verteilen? Ja. Okay. Und lese nochmal vor, welchen Auftrag haben wir uns jetzt rausgeholt? Ich bin gerade in den Menü.
Also 12 Stück nicht. Ich meine, so schleichen, das interessiert, glaube ich, nicht. Oder? Wir schleichen nee. Sowieso nie rum. Also die kann man schon mal mit Trost weglassen. Mhm. Ich würde sagen, auf jeden Fall dunkle Künste noch ein paar, weil die sind wichtig. Jetzt wird aber erstmal gerissen. Ich kann das parallel. Okay. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Ist das die Vorspeise? Das ist die Vorspeise. Boah. Das ist echt lecker. Das Geile ist halt, dass es auch so ein One-Pot-Gerät ist und man muss das nicht an verschiedenen Töpfen anbraten. Ja, super. Ist für dich nicht so wichtig. Das ist ja nur Entenwasser, oder wie? So wollte ich nicht sagen. Nee, aber denk. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mir noch was produzieren? Noch was produzieren? Ja, du kannst auch von mir mitessen. Also ich brauche eine Kelle. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung mehr links. Was aber also ich kann das noch schreiben. So, wir haben jetzt verdaut und jetzt stellen wir am Stepper und spielen weiter. Ich muss mir jetzt merken, es ist 7:45, also ich muss bis 8:45. Okay. Und dann geht's ins Betty. Einmal den Körper stehlen. Und du machst schön die Geschütze? Ja. Super. Auf geht's! Training fertig. Und dadurch setze ich das jetzt immer schon um. Dadurch, dass ich das jetzt schon ein paar Wochen mache, schwitze ich irgendwie auch kaum noch. Habe jetzt eine Stunde hinter mir, habe jetzt gerade noch den Rest Hähnchen mit Reis in die Tomatensoße gepackt. Und jetzt werde ich ins Betty gehen. Der neueste Vlog ist gerade online gegangen und ich glaube, sage ich es nicht häufig genug. Ich freue mich immer so über eure Kommentare oder auch Nachrichten auf Instagram, wenn euch das Video gefallen hat. Auch wenn es jedes Mal irgendwie gefällt, irgendwie ist es halt trotzdem immer wieder schön zu sehen, weil das ja so das Einzige ist, was man irgendwie so an Resonanz kriegt. Ne? Ist ja dadurch, dass das immer so eher ja ein Monolog in die Kamera zu euch ist, also zu dir da vorm Fernseher oder zu euch, ist das, ja, kann mir ja keiner direkt jetzt irgendwie antworten und irgendwie sagen, yay, Steffi, super! Von daher ist jeder Kommentar, jedes Like, jede Nachricht, jede Art der Interaktion immer wieder einfach schön. Und wenn das nur ist, tolles Video. Alleine das gibt mir ein total gutes Gefühl. Und darum geht es ja auf diesem Kanal. Wir wollen ja hier sein, um positiv zu sein und ein gutes Gefühl zu haben. Ich werde mich jetzt bettfertig machen, in mein Schlafoutfit schmeißen und sage gute Nacht, ihr Lieben. Guten Morgen zusammen. Ich mache mich gerade fertig für einen Bürotag. Heute habe ich auch ein Business Lunch. Da geht es richtig schön ins Steakhouse. Das habe ich dir gar nicht erzählt, glaube ich. Was? Wir wollen mit dem Team heute Mittag mal zusammen essen gehen. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Und geht in ein Steakhouse. Ich glaube, ihr dachte, das heißt das Mendoza. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Also, welche Cremes brauchen wir denn? Ich will heute meinen grauen Rolli von Berlin König anziehen, weil es doch nochmal recht kalt zu sein scheint, wobei das teilweise ja auch so täuscht. Aber bei 3, 4, 5 Grad, finde ich, kann man das nochmal machen. Und vor allem mit meiner neuen Hose sieht das so schön aus. Jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen. Jetzt habe ich die Augencreme vergessen. Ich mache eigentlich immer erst die Augencreme und danach mein Konzentrat. Ja. Aber das heilen wir direkt.
Und ich freue mich ja auch schon sehr, denn Freitag geht es nach Berlin, auch mit der Firma. Das seht ihr dann im nächsten Vlog. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird bestimmt ein schönes Wochenende. Ich habe ja meine Ultra Facial Cream schon aufgebraucht und bin deshalb froh, dass ich hier noch so eine kleine Reservedose habe, wo ich mir immer was für Reisen abgefüllt habe. Aber eigentlich müsste heute oder morgen auch Nachschub kommen. Und dann habe ich wieder meine große Dose. Deo, jetzt seit mittlerweile bestimmt 3 Jahren immer noch mein Nivea Men Deo mit ohne Aluminium. Parfum of the Day. Die letzten 2 Tage habe ich hier wieder meine Hermes-Probe. Das waren nämlich 2. Das habt ihr jetzt mal aufgebraucht im Plattgemacht-Video gesehen. Deshalb bin ich nochmal drauf gekommen, dass ich da noch eine 2. davon hatte. Dann sind die Goldener Monica Vinader Earstag. Neben meiner grauen Hose trage ich wie immer meinen schwarzen BH. Schwarzes, schlichtes T-Shirt. Ich liebe ja diese Basics. Das habe ich ja in schwarz und in weiß. Das kann ich euch auch nochmal verlinken, weil ich finde, auch im Sommer kann man das sehr schön einfach so tragen. Und ach, das bin ich letztes Jahr ja gelaufen für ein schönes Basic-T-Shirt. Und habe nicht überall eins gefunden. Die von Arquette war es nicht. Und dann habe ich das hier endlich gefunden. Dann möchte ich mit dem grauen Outfit heute meinen goldenen Kelly-Gürtel kombinieren. Da finde ich den Kontrast ganz schön. Weil Grau ist ja eigentlich so ein kühlerer Farbton und würde eher nach einem grauen Gürtel oder schwarzen Gürtel schreien. Und gerade aber das Gold, gerade dieses Gold, also jetzt kein Beige oder so, sondern dieser Goldton, so ein Cognac-Ton generell, das sieht richtig gut aus mit Grau. Ringe. Und da ist er. Chunky, oversized, Knitwear, meine Liebste. Aber bald ist die Zeit ja auch vorbei, denn der Frühling naht. Was ich auf jeden Fall schon wieder festgestellt habe, ist, dass mir dicke weiße Socken, also so Tennissocken im Schrank fehlen. Habe ich nämlich gar nicht. Und die 3 Paar, die Kevin zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, sind aktuell in der Wäsche, weil wir sie beide getragen haben. Ehrlicherweise habe ich sogar 2 davon getragen von Kevin Song. Aber das verraten wir mal nicht. Aber deshalb sind die gerade alle in der Wäsche. Und so habe ich Waschen, wer weiß nicht. Haben wir mal nicht so viel zusammen. Deshalb brauchen wir unbedingt neue weiße Socken. Aber so Socken, Unterwäsche kaufen, das ist genauso wie Beauty-Produkte kaufen. Es gibt Dinge, dafür gebe ich mein Geld einfach lieber aus. Tada! Hier steht wieder was ab, aber das ist mir auch egal. So, ignorieren wir diese Haarsträhne und auch den Kleiderständer mit der trocknenden Wäsche im Hintergrund. Aber das wäre jetzt so ungefähr das Outfit of the Day. Das lasse ich jetzt mal so, wenn ich rumlaufe auf der Arbeit, kommt das dann hier rein. Und dann haben wir meine schöne graue Hose, meine weißen Sneaker, meine schöne Diorama und mich. Auf geht's zur Arbeit. Guten Morgen. Mir geht's richtig schlecht gestern. Also vielleicht, wenn dieses Video online geht, ist das Ganze schon längst Geschichte. Das hoffe ich jetzt wirklich. Gestern wurde mein Instagram-Account gesperrt. Und ich weiß einfach nicht, warum. Da steht irgendwie, ich habe gegen irgendwelche Nutzungsrichtlinien bei irgendeinem Inhalt verstoßen und kann mir das überhaupt nicht erklären. Das ist irgendwie gestern Nachmittag passiert und so auf dem Heimweg, als ich Instagram öffnen wollte, stand da auf einmal, dass das Konto entfernt wurde, gesperrt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es formuliert haben und konnte da jedenfalls direkt auch Widerspruch einlegen. Das habe ich jetzt gemacht. Und muss jetzt 24 Stunden abwarten. Und das Problem ist letztlich, dass ich 24 Stunden lang im Zweifel keinen Zugriff auf Instagram habe, sondern mehr, dass ich gar nicht weiß, was da jetzt passiert, weil ich nicht weiß, was die Ursache ist. Ich bin mir überhaupt keinem Verstoß bewusst. Ich versuche immer, alles da richtig zu machen. Und hatte noch einen Arbeitskollegen gefragt, der sich so oberflächlich leicht damit auskennt. Und
gesagt, es kann halt auch sein, dass da einfach der Algorithmus gerade drüber geht und bei mir irgendwelche Konstellationen gefunden hat, die verdächtig wirken. Also wie, ihr werdet wahrscheinlich auch tausendmal am Tag gefühlt bei diesen Amazon-Gutscheinaktionen verlinkt, die einfach nur Spam sind und Fake. Und vielleicht steht bei mir irgendetwas in verschiedenen Kommentaren, was dann zusammen irgendwas Komisches ergibt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ja irgendwie ganz schlimm gerade, weil ich ja so eine gewisse Abhängigkeit habe. Es ist ja nicht so, dass ich das nur nutze, um zu gucken, sondern ich habe ja auch gerade jetzt April und Mai habe ich 2 Kooperationen, die darüber laufen sollen. Und vor allem euch, also die gesamte Community, weil nicht jeder ist auf YouTube und nicht jeder ist auf Instagram. Also es gibt Schnittmengen, dass ihr auf beiden Parteien unterwegs seid, aber nicht jeder ist das. Und Instagram ist halt auch nochmal einfach ein anderes Format und ein anderer Austausch mit euch. Und ich habe gerade einfach Angst, dass das verloren geht. Und wenn ich dann an die ganzen Beiträge aus den letzten 3 Jahren denke, die da online gegangen sind, die kriege ich ja nicht wieder. Also auch wenn ich einen Großteil der Bilder und auch manche Videos so habe. Instagram merke ich ja, da kriegt man nicht einfach mal so irgendeine Reichweite. Also im Sinne von, hey, ich werde hier von heute auf morgen Influencer und auf Instagram werde ich hier die Riesenbekanntheit mit Hunderttausenden von Followern, was auch gar nicht mein Ziel ist. Aber das heißt halt für mich momentan halt auch, dass ich Instagram halt für mich mache, für euch mache, für uns irgendwie mache, aber halt auch für mich. Und mein Feed, den gehe ich häufig durch und schwelge, sage ich mal, so ein bisschen in Erinnerung. Das ist für mich so ein Fotobuchersatz. Und wenn ihr den Account jetzt kippen, dann ist das einfach weg. Und ich bin dem gegenüber und ich glaube, das ist das, was mich gerade so richtig triggert. Einfach total machtlos ausgesetzt. Ich kann dem ja nichts tun. Und das ist halt auch Neuland so. Das ist wahrscheinlich auch das, was bei mir gerade so für Verunsicherung sucht. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gehabt. Ich weiß noch, wie ich auf YouTube vor einem Jahr, wahrscheinlich schon 2 Jahre her, auch bei einem Video, irgendwie, das wurde auch gesperrt, gelöscht, wegen einem GEMA-Verstoß. Und ich habe das nicht gecheckt, was da war. Und es war ein Vlog gewesen, keine Ahnung wie lang, wahrscheinlich, erfahrungsgemäß eher etwas länger, 40 Minuten, keine Ahnung. Und da gab es eine Stelle, also dieser Vlog bestand wie immer aus verschiedenen Teilen. Es gab eine Stelle, wo Kevin und ich ins Kino in Lea gegangen sind, wo wir in den Kinosaal reingehen. Diese Sequenz waren 2 oder 3 Sekunden. Und da lief im Hintergrund diese Kinomusik. Und das war das Problem, dass das zu hören war. Das ist so krank irgendwie. Also, ja, und da müssen die Leute, die diese Musik irgendwie bereitgestellt haben, im Hintergrund ja irgendwelche Programme laufen haben, um zu filtern, dass es Videos gibt, die dann diese Musik benutzen oder so. Man könnte dann Widerspruch einlegen. Damals habe ich gedacht, oh mein Gott, nein, ich lösche das Video sofort und habe das dann irgendwie nochmal neu hochgeladen. Aber totaler Murax, will ich nie wieder machen, will ich einfach löschen, habe ich keine Ahnung. Das war ein Heidenaufwand auf jeden Fall, das nochmal alles neu hochzuladen. Ist auch egal. Aber das war etwas, ja, weil ich schon dachte, das ist echt krass. Da macht man sich ja so keine Gedanken drüber. Und das jetzt hier mit Instagram ist, Kevin war auch total süß gestern, als ich nach Hause gekommen bin, der stand hier gleich bereit und
hat mir sein Schlafschildchen gegeben und sein Kuschelkissen und hat mir Harry Potter angemacht. Und dann hat mir Harry Potter gespielt. Und dann hat er Essen warm gemacht. Und gefragt, ob ich rede. Zwei von euch haben das ja auch mitbekommen oder vielleicht sogar mehr, ich weiß es ja nicht. Weil das Profil ist halt jetzt momentan nicht zu finden, ne? Wenn ihr mich auf Instagram sucht, dann findet ihr mich nicht. Ja, irgendwie wollte ich das gerade nochmal loswerden. Ich esse jetzt meinen Porridge und dann muss ich auch gleich los. So, ihr Lieben, jetzt ist Freitag. Heute ist der dritte Tag, wo mein Instagram-Account gesperrt ist. Ich habe immer noch nichts gehört. Ich habe die beiden letzten Nächte voll schlecht geschlafen. Und ja, ich nehme das echt ganz schön mit, nicht zu wissen, wie das da jetzt weitergeht, weil das ja immer auch irgendwie wesentlicher Bestandteil von YouTube ist. Dieser Vlog geht jetzt auf jeden Fall ganz normal live, aber ich weiß gerade irgendwie gar nicht so, wie ich weitermachen soll. Ich fahre dieses Wochenende mit der Firma nach Berlin. Da hatten wir eigentlich quasi eine Art Betriebsausflug und darauf hatte ich mich die letzten Wochen echt richtig gefreut. Und das ist eigentlich komplett weg. Ich habe eigentlich gar keinen Bock zu fahren. Also es ist... Klar, wenn ich nachher erstmal da bin, dann bin ich wahrscheinlich auch abgelenkt, weil gestern auf der Arbeit hatte ich zum Beispiel auch einen voll coolen Arbeitstag und es war ein Bürotag, also es war trotzdem echt cooler Tag. Von daher, ja, ich kann euch nicht mal auf dem Laufenden halten, weil solange der Account gesperrt ist, kann ich euch da ja auch nichts posten und euch auf dem Laufenden halten. Ich beende den Vlog hier an der Stelle auf jeden Fall. Und falls irgendjemand Erfahrung damit hat und was man da noch machen kann, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, ihr Lieben.